Ich rufe mal den Schneider an. Ja? Ja, wo bleibst du denn? Ich bin gerade unterwegs. Man, das ist doch... Ich hab doch Pech bis zum geht nicht mehr. Warum? Ja, jetzt ist der Traktor auf ein Auto gerollt. Also als er auf dem Parkplatz ist, auf ein Auto gerollt. Oh, mach doch die Handbremse fest. War ja zu, aber ich verstehe sie auch nicht mehr. Und dann noch vom Hans-Peter aufs Auto. Das rote oder welches? Ah, hat er ein rotes auf ein grünes, auf ein grasgrünes. Auf ein grünes? Ja. Das ist meins. Du bist ein Held, ey. Zieh ich dir vom Gehalt ab. Ich habe ihn den Peter aber schon 5000 Euro deshalb überwiesen. Dann hast du dein Auto nicht verkauft. Ich hab's verkauft und jetzt habe ich's zurückgekauft. Ah. Weil ich hab doch den, der Sunny arbeitet doch bei mir mit. Ich hab ja... Hey, du hast jetzt 5000 an den Hans-Peter überwiesen. Hey, ich dachte, das ist sein Auto. Also, weißt du, was der da für einen Stress geschoben hat? Mit Anzeige und der hat schon die Polizei gerufen und alles. Weil ich glaube, da ist der Racer eingestiegen und dann war die Bremse auf. Also, er hat angemacht und dann war die Bremse auf und dann ist er nach rückwärts gerollt. Ich bin dann einfach gefahren, das wurde mir zu stressig. Ich habe dem Peter für die 5000 Euro überwiesen, weil er da so einen Stress gemacht hat und jetzt... Mann! Jetzt bin ich gerade nur am Überlegen. Hä? Der hat mir zu wenig Geld überwiesen, oder? Muss ich mir mal angucken. Bin mal gespannt, ob er mir das Geld noch überweist oder nicht. Ja. Wenn er es nicht überweist, dann zeige ich ihn an. Ja, weil ich dachte, das wäre sein Auto. Nein, das hat... Also das Gewicht steht da oben. Ja, ich hatte es verkauft an ihn und jetzt habe ich gemerkt, ich brauche doch wieder ein Auto. Jetzt habe ich es zurückgekauft. Oh. Ich habe jetzt trotzdem ein bisschen ein kleineres Gewicht genommen. Ja. Ich denke, das größere, aber ich habe hier. Ja. Achtung! Jo. Auf dem Holzhänger. Ja. Aber wahrscheinlich müssen wir das trotzdem noch mal teilen. Oder lass mich mal kurz den nächsten hier noch fällen. Warte, ich kann schon wegfahren. Ach du, boah. Ja, vielleicht einmal teilen. Ja. Probier mal, ob du ihn so drauf kriegst. Der rutscht mir ein bisschen raus immer. Können wir nach Länge teilen. Ich kann auch mit dem Anhänger ein bisschen zurückfahren, weil sonst kommst du da schlecht ran. Ja. Ah, ich glaube, die Bremse vom Anhänger ist zu. Da ist ein Baumstumpf. Oh. Ja, deshalb habe ich die Forstbereifung genommen. Da ist ein Baumstumpf. Ja, da ist noch einer auf der anderen Seite. Gib Gas. Jetzt schneide ich ihn durch. Jetzt flutscht er. Ja. Ja, ein bisschen zurück. Und dann kann ich ihn gleich draufheben. Kurz, ich mach die Spanngurte weg. So. Ist egal, wenn er vorne ein bisschen rausschaut. Nee, wenn der vorkommt, wenn ich bremsen muss, das ist doof. Vorne muss passen. Also, aber da musst du, glaube ich, hinten den Baum. Also.
gut, ich mach den hier noch weg. Ganz knapp zu. Aber hier fährst du Geld ein mit diesem Fett, mit diesem langen. Ja, ich hoffe mal, dass sich das rentiert. Und auf. Achtung, du hängst an der Runge, gell? Muss erst hoch machen. Und Schneider. Jetzt. Ja? Ja, hallo, Herr Schneider. Wir sind hier gerade am Händler wegen der polizeilichen Maßnahme. Ja? Ja. Haben Sie es gewollt, dass der Racer hier einen Traktor benutzt? Ah, das darf er schon. Das darf er schon? Ja. Okay, gut. Ja. Weil damit ja tiefer gegangen wäre. Ja, ich weiß. Gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Jo, tschüss. Tschüss. Ah, immer diese Äste im Gesicht, das ist nervig. Ja. Vor allem diese Nadeln, die stechen immer so. Gar nicht. Braucht noch jemand Hackschnitzel? Wirst du nicht. Auf jeden Fall, da machst du halt mehr Geld, wenn du Retter machst. Ich denke, das musst, den musst du als Spezialtransport anmelden. Weil ja, wahrscheinlich muss ich einen Razex mal anrufen, dass der mich eskortiert. Darf ich mal kurz in den, mit dem Johnny, den ein bisschen... Ja, ja, nimm mal den. Guck mal, wie gut das Teil ist. Boah! Der Luxus da drin. Ja. Ich halt ja gar nicht gewohnt. Bisschen neuer. Ja, aber nur ein bisschen. Ja, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen Pause machen, wenn wir so husten. Dann kann ich gerade mal beim Racex anrufen, der mir eine Eskorte schickt. Du musst halt... Oder wir beladen den jetzt, den Hänger jetzt doch. Ja, vielleicht ein, zwei Stämme gehen noch drauf. Ja, ein bisschen geht noch. Ja, den hier müssen wir sowieso, den müssen wir noch einmal absägen. Glaubst? Ja, ja. Ich also würde ihn lassen, wenn das sowieso ein Spezialtransport wird. Ja, aber da komme ich um keine Ecke, das geht nicht. Ja, aber ich würde ihn noch so lang lassen, wie es geht, weil man kann ihn auf der Strecke immer noch absägen, wenn es irgendwo nicht geht. Weil nee, fassen mal hier hinten an, dann säge ich ihn ab, dann kannst du ihn gleich vorne drauf schneiden, schmeißen. Ah ja, warte. Tiefer. Wir sind zurück. Tiefer. Jupp. Und kipp. Gut. Moment, muss den richtigen erwischen, das ist immer. Jo. Weil, wie du siehst, mit meinem Stamm, den ich gerade aufgeladen habe, da verdienst du mehr Geld wie mit diesen krummen Dingen. Das ist halt. Ja, aber ich verkaufe die ja nicht. Ich verkaufe ja die Stämme nicht. Ja, du. Ah ja, du lässt es ja sägen. Das kommt in mein Bretterwerk. Ich erwische den Baum nicht. Kannst du mal gucken, ob du den kriegst? Ja, hier. Ah ja. Boah. Meinst du aber gut mit den Spanngurten? Oh.
Aber ich brauche eine Pause. Komm, ich habe hier hinten ein Zelt stehen. Können wir gerade mal was trinken gehen? Jo. Johnny ist auch noch an. So. Eine Stulle habe ich, glaube ich, auch noch da. So, bitteschön, mal was zu trinken. Ah, danke. Dann rufe ich mal den Jürgen an. Dann kann ich. Hallo? 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 Ja? Ja? Hallo? Hallo? Jürgen hier? Ah, Jürgen, ja genau, dich wollte ich erreichen. Ich bräuchte ein Begleitfahrzeug für einen Transport. Ja, kann ich machen. Jo, das wäre supi. Bei Wald 11. Jo, komm ich jetzt vorbei. Gut, bis gleich. Tschüss. Jo, tschüss. Voll gut. Der RaceX hat direkt Zeit. Ah ja, das ist gut. Alles Wasser geschüttet hier. Eieiei. Ah, da kommt ein neues Pflänzchen raus, das passt. Auf Holz. Oh. Ja, ja. Ah, weißt du, was ich noch kaufen will? Was? Das Palettenwerk. Oh ja, das wäre nicht schlecht. Oh, ich muss, sehe gerade auch, das GPS sagt, mein Feld ist reif. Aber da wird, der Ring wird dich dann brauchen, der Harry. Weil er braucht ja sein Käse, also ich glaube, der will ja die Molkerei kaufen. Der wird dann ja müssen, da braucht es ja der Palette. Ja, das, da kann ich dann ihm einen guten Preis machen. Jo. So, jetzt muss ich gerade nochmal mit dem LU telefonieren. Jo, warte ich. Ja, der ist gerade besetzt, sehe ich gerade. Schick ihm eine SMS. Ich muss kurz. Ich komme gleich. Jo, ich geh mal auf die Seite hier. So, dann mache ich nämlich hier. Ich nehme gerade den IHC vom Schneider. Komme ich gar nicht rein, ey. Na? Ah, jetzt. Wenn wir da noch zwei Bäume drauf machen, dann passt das. Dann kann man den Anhänger wegfahren. Weiter. Ja, zwei große Stämme machen wir hier noch drauf. Jo. Dann muss es genügend sein. Dann müsste auch der Jürgen gleich kommen. Jo. Na, hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Herr Neumann. Wie schaut's denn aus mit dem Palettenwerk? Es hat sich keiner bei mir gemeldet. Okay. Der Herr Schneider hat mir gesagt, dass vielleicht der Herr Hofer da Interesse dran hätte. Können Sie bei dem mal direkt nachfragen? Ja. Vielleicht hat er keine Zeitung bekommen. Okay. Frage ich gleich mal nach. Und eine Frage. Ja. Da gerade eben ein Einsatz war und Feuerwehr geblitzt wurde, das wird doch eigentlich von der Gemeinde... Wenn ein Einsatz war, kriegen sie das zurück. Das ist selbstverständlich. Okay, gut. Also dann einfach bei der Gemeinde einreichen, den Strafzettel, wenn der kommt. Und dann passt das. Jo.
Oh, dazu habe ich noch eine Frage. Haben Sie gerade einen Drescher frei? Ja, habe ich. Ich habe gesehen, mein Feld 109 könnte geerntet werden. 109. Ja, können wir machen. Da ist Mohn drauf. Den hätte ich... Was kostet denn das? Jetzt machen Sie mich ja so überrascht mit dem Preis. Ohne Steuern, ohne Gewinn kostet er... Ich möchte gerne einen Komplettpreis haben. Warte, dann rechne ich Ihnen das einmal kurz aus. Da geht sogar ohne Gewicht, mein Johnny. Aua. Das war knapp. Franz. Ja, nur auf die Reifen, das passt schon. Gesamtpreis wäre 10.920 Euro. Okay, und mit Abtransport? Mit Abtransport zum... In meinen Hofsiedlung. Packen Sie einen 100er rauf. Was waren es dann? 11.000? Wir waren es 11.000. So, das passt. Dann hätte ich das gerne. Gut, dann leite ich das in die Wege. Jo, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss.